Heute spielen wir Riesen-Jenga mit meinem besten Freund Braxia. Es geht schon los, Braxia. Hä? Was passiert denn jetzt? Oh! Ich bin runtergefallen. Ja, Mann, ich konnte es nicht mal erklären. Also, Braxia, die Spielregeln gehen ganz einfach. Einer ist der Jenga da unten und muss mit Sachen auf uns schießen auf dem Turm. Und wir müssen so lang wie möglich auf dem Turm eigentlich überleben. Oh, das ist wohl blöd gelaufen gerade. Das ist richtig blöd gelaufen. Das war unsere erste Runde und wir sind direkt runtergefallen. Oh, die werden jetzt alle runterfallen. Die werden jetzt alle runterfallen. Und boom. Boah, er schießt mit Sonnenbällen. Warum? Oh, da hat nur einer überlebt. Nein, da haben mehrere überlebt. Ja, ich meine, die ganz oben waren. Ach so. Der muss doch ganz unten hinschießen, weil wenn er von unten den Turm trifft, dann fällt doch alles runter, oder nicht, Braxia? Mhm. Vor allem würde ich seitlich schießen, weil dann fällt er schief. Stimmt, du hast recht. Oh Mann, ey, hoffentlich werden wir auch mal dieser Jenga-Typ, der die abschießen darf. Das wäre richtig cool. Ja, cool, aber schau mal, er fängt schon unten an. Unten fehlt schon ein Stab. Seht ihr das, Leute? Aber der schießt immer mittig. Ja, er schießt da die ganze Zeit durch, der Blödmann. Einer ist runtergefallen, ist der Blödmann. Jetzt guck, das meine ich. Alle, wie hat er das denn überlebt? Das ist ein Hacker. Hast du das gesehen, Braxy? Das war ein Hacker. Der cheatet. Ey, das ist voll unfair. Aber der hat trotzdem verloren irgendwie. Irgendwie schon. Wir sehen wieder nächste Runde. Vorsicht, Braxy, wir müssen jetzt aufpassen. Am besten nicht in die Mitte. Okay, ich stelle mich an die Seite. Oder? Hier rüber. Hier steht noch keiner. Wer schießt denn von unten? Ich sehe keinen unten. Ah, das Spiel geht erst in 30 Sekunden los, du Blödmann. Oh, da ist einer unten. Oh, er schießt schon. Er schießt schon, Braxy. Wir müssen hier runter. Komm mit. Schau mal, hier ist eine Ritze. Wenn wir da durchkommen, dann wäre das richtig gut. Er ist durchgekommen. Ich hab's geschafft. Ich will auch. Komm in die Ritze, du Blödi. Mann. Ich wusste das doch gar nicht. Mann, ich hab dir vertraut. Mann, Entschuldigung, Braxia. Das ist unmöglich, das Ding zu gewinnen, Odi. Ist so. Und wird er das schaffen? Weiß ich nicht, aber er ist nur noch ganz alleine da. Was ein Blöd, Mann, ey. Er trifft ihn nicht mal. Oh. Wieso? Nein. Das ist doch der Hacker von vorher. Meinst du? Ich glaub schon. Oh, was macht der jetzt? Muss er jetzt da treffen in der Mitte, damit der runterfällt. Aber das kriegt er, glaube ich, nicht hin, oder? Warum schießt er denn nicht? Ich weiß nicht, vielleicht hat er keine Munition mehr. Hallo, du da unten. Der ist aber weggegangen von da unten. Hört mich nicht. Wo schießt er denn hin, der Blödmann? Er hat einfach über das ganze Feld geschossen, Braxia. Oh, was ein Dussel. Übel, der Dussel. Mann, ey. Komm schon, schieß. Aufpass, schau mal, da sind auch Fangirls. Ich hoffe, die werden nicht zum Jenga. Weil dann treffen die uns vielleicht. Oh, wer hat die Fangirls denn eingeladen? Mann, warum schießt er nicht auf die Türme? Der ist echt blöd. Schau dir das doch mal an, da kriegt man doch die Krise. Mach das extra. Aber warum? Ich weiß nicht. Leute, kennt ihr so Leute, die das extra machen? Freunde dabei sind, machst du sowas auch extra, Braxia? Nee, ich würde dich runterschießen. Ich dich auch. Oh Mann, ey. Okay, es geht gleich weiter. Noch 172 Sekunden. Am besten. What? Endlich. Runde. Komm schon, jetzt. Okay, Braxia. Ja, sehr gut. Und nur noch eine. Er muss die unteren seitlich schießen. Ja! Nee. Hä? Er hackt wieder komplett, Braxia. Und tschüss, Blödmann. Okay, wo ist der denn hingefallen, Brax? Hoffentlich bin ich mal einer, der schießt. Ich will auch schießen. Ich will auch mal schießen. Das wäre voll cool. Und ich gehe in keine Ritze rein wegen dir. Ich auch nicht mehr, Braxy. Und diesmal überleben wir viel länger, okay? Wenn er schießt, musst du springen. Ich weiß. Dann kann uns gar nichts passieren. Da ist der Schütze. Er hat geschossen. Okay, er hat die Mitte kaputt gemacht, Odi. Gesehen. Wir müssen aufpassen. Und nochmal. Ich bin oben. Ja, ich auch. Nochmal springen, Braxy, gleich, ja? Und, ja. Wichtig. Sehr gut, Odi, sehr gut. Oh nein, hast du es überlebt? Wie soll man das denn überleben, Braxy? Mann, ey, das ist echt eine Qual. Wie haben die das denn überlebt? Ich verstehe das nicht. Und,
Gut, da sind nur noch zwei. Und der Hacker, guck mal, der ist da schon wieder. Und ich meine, er ist weg. Oh, bitte, bist du denn das nächste Mal der Schütze? Dann kannst du mir sagen, wo du hinschießt und ich. Und ich springe einfach in die andere Seite. Das ist verboten. Meine ich doch, wir machen das auf gar keinen Fall. Okay, da ist nur noch einer, Brexy. Und tschüss. Wow. Der Zerstörer gewinnt jede Runde. Wir sind voll schlecht. Oh, ich will schießen. Warte, Brexy, das wird jetzt gerade noch ausgerechnet, wer schießen darf. Komm schon, ich, bitte ich. Bitte ich. Okay, ich gehe in die Mitte und springe, wenn er schießt. Da ist jemand runtergefallen. Nee, wir sind's wieder nicht, Brexy. Es geht los. Er schießt mit Booten. Er hat Boote, Brexy. Ich seh's. Okay. Oh. Er hat da zwei schon offen. Überlebt. Ich hab's geschafft. Ich auch. Okay, er wird jetzt wahrscheinlich so schießen. Genau, dann fliegen wir runter und ich bin tot. Ich hab's geschafft, Odi. Das ist so unfair. Ich hab's geschafft, Odi. Komm schon, Brexy, ich bin für dich. Du bist ganz oben. Die anderen sind in dieser Lücke drin. Die haben verloren. Und der schießt mit seinem Boot. Wohin schießt er das? Oha, okay. Das war viel zu weit. Will er mich abschießen? Er will mich abschießen, der Blödi. Was denn mit Motorrädern? Keine Ahnung, er will mich loswerden. Glaube ich. Oh, Auto. Oh Mann. Brexy, du musst doch immer gucken. Ich hab geguckt, das Auto kam angeflogen. Oh, jetzt kommt noch ein Auto. Und der trifft nicht, der Blödmann. Oh, ich würde alles dafür tun, dass einer von uns beiden einmal schießt. Ich auch. Was würdest du da... Würdest du ein Stück Schokokuchen hergeben, dass du schießen darfst? Boah, ich werde sogar zwei hergeben. Zwei? Boah, ich würde nicht mal ein hergeben. Ich liebe Schokokuchen. Die haben es gleich geschafft, Odi. Du hast recht, Brexia. Oh, werden die es schaffen? Der nächste noch. Komm schon. Er überlebt das. Komm schon. Na, komm schon. Ich verstehe nicht, warum die immer so hochschießen. Ich glaube, er trifft den nicht mehr, Brexy. Oder? Hm. Und bam. Nee, auch nicht. Oh Mann, ey, jetzt mach's schon, du Dummkopf. Boom! Mann, er wird ihn niemals treffen, so. Mm-mm. Er muss den Jenga-Turm kaputt machen. Oh, jetzt ist er in deinen Schlitz reingegangen. Stimmt, du hast recht. Und wow! Jetzt hat er ein Problem. Jetzt muss er in die Mitte treffen und dann ist er weg. Und so. Wow. Okay, Brexia. Diesmal werde ich der Schütze. Ich würde sagen, die letzte Runde, oder? Ich bin der Schütze geworden, Brexia. Wirklich? Mega cool. Dingsbums hin. Sag, wo du schießt. Weiß nicht, wo... Ah, jetzt kann ich es platzieren, Brexy. Oh, doch nicht. Denn... Schieß schon, schieß. Es geht nicht, du Doofbarts. Da! Auto! Okay, Odi, du wirst uns alle umbringen. Okay, warte, Brexy. Ich mach die Geschwindigkeit hoch, Rampenwinkel bisschen höher und gespawntes Auto. Oh, nee, ich will den Hamburger! Brexy, bist du bereit? Mhm. Hamburger! Boom! Oh. Und noch ein Hamburger. Boom! Hamburger. Und noch einmal in die Mitte, Brexy. Und zack! Oh, das war knapp. Okay, und zack, jetzt aber. Fliegt ihr runter? Oh, ich hab den ganzen Turm runtergehauen. So, Rampenwinkel ein bisschen weiter runter. Und jetzt holen wir uns. Nein. Superkanone. Boom! Boah, Odi, du hast mich fast umgebracht. Boom, noch einer weniger. Und jetzt. Boom. Boah, die Super- ich wusste es. Voll gut. Okay, Brexy. Na, warte. Ein Boot bekommst du jetzt in dein Gesicht. Ups. Odi, wenn du jetzt nicht richtig machst, werden wir alle gewinnen. Warte, ich muss hier kurz den Rampenwinkel ein bisschen einstellen. Boot immer noch. Noch ein bisschen höher. Du lachst, Brexy. Boot. Und tschüss, ihr Doofköpfe. Oh nein. Erlebt? Oh Gott, nein. Odi, du Blödi. Der Turm gewinnt, weil die haben es bis unten hin geschafft, Brexia. Wir haben gewonnen. Oh Mann, so blöd, ey. Naja, egal, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Best-Voll Brexia aus. Und wir sehen uns morgen beim neuen Video. Tschüss.